In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man lineare Gleichsysteme, auch kurz genannt LGS, mit Hilfe des Gauß-Verfahrens lösen kann. Am Anfang kurze Übersicht. Bereits bekannte Sachen. Auf der linken Seite sehen wir ein LGS auf dem Niveau von Mittelstufe oder 10. Klasse. Da erinnern wir uns daran, es gab drei Hauptverfahren zur Lösung von linearen Gleichsystemen. Einmal das Gleichsetzungsverfahren, dann Einsetzverfahren und schließlich Additionsverfahren. Als kleiner Hinweis, Gleichsetzungsverfahren oder Einsetzverfahren sind nur bedingt anwendbar. Das bedeutet, nur wenn das LGS in der richtigen Form ist, sollte man das nutzen. Additionsverfahren ist dagegen immer anwendbar. Und aus diesem Grund ist es auch empfehlenswert, das gleiche Verfahren eigentlich auch in Verbindung mit dem Gauss-Verfahren zu bringen. Also bei größeren linearen Gleichsystemen, wir haben auf der rechten Seite ein 3x3 lineares Gleichsystem, ist es immer empfehlenswert, Addition oder gegebenenfalls Substraktionsverfahren anzuwenden. Bevor wir gemeinsam ein Beispiel lösen, sollten wir uns vielleicht erstmal anschauen, was die Voraussetzungen für einen möglichst einfachen Lösungsweg sind. Wir haben bereits vorher erwähnt, dass wir das Gauss-Verfahren benutzen werden in Verbindung mit dem Additionsverfahren. Das ist das schnellste Verfahren. Anhand von folgenden linearen Gleichsystemen werden dann kurz die Taktik besprechen, die wir anwenden. Das bedeutet, jeder lineare Gleichsystem besitzt eine Hauptdiagonale. Unser Ziel ist, alle diese Stellen unter der Hauptdiagonale 0 zu bekommen. Natürlich gibt es noch andere mögliche Vorgehensweisen, allerdings ich beziehe mich jetzt nur auf die Standard-Vorgehensweise bzw. auf das Standard-Gauss-Verfahren. Es ist sehr wichtig, in welcher Reihenfolge man hier die Null erzielt, deshalb kurz als Hinweis, zuerst wird diese Stelle 0 gemacht, dann diese Stelle und am Ende, wenn überhaupt noch notwendig, diese Stelle. Wieso überhaupt noch notwendig? Manchmal ergeben sich glückliche Zufälle. Das bedeutet, die Rechnungen sind meistens vorzeitig beendet oder es ergeben sich Nuller an den Stellen, wo man zuerst nicht so auf Anhieb ansieht. Nachdem wir uns die einfachste Vorgehensweise angeschaut haben, wollen wir jetzt anhand eines Beispiels das Ganze auch durchführen. Es ist das gleiche lineare Gleichsystem wie oben, deshalb wieder zur Orientierung. Das ist unsere Hauptdiagonale. Unser Ziel ist, die sogenannte Stufenform zu erreichen. Das bedeutet, alle Elemente unter der Hauptdiagonale müssen in eine gewisse Reihenfolge 0 gemacht werden. Ich deute das gerade an. So, und das machen wir ausschließlich mit dem Additionsverfahren. Um hier eine 0 zu bekommen, müssen wir natürlich die erste Zeile mal minus 2 nehmen und mit der zweiten addieren. Am besten ist, wenn diese ganze Durchmultiplikation im Kopf passiert, das bedeutet nicht hinschreiben, sondern nur zusammenrechnen. Wegen der Darstellung schreiben wir die erste Zeile an der Stelle unverändert. Und jetzt multiplizieren wir gedanklich die ganze Zeile mit minus 2 und addieren es mit der zweiten. Also, minus 2 plus 2, 0. Minus 2, minus 1, minus 3, x2. Minus 8, minus 1, minus 9, x3. Und als letzter Schritt, 0 plus 3 sind natürlich 3. Im gleichen Schritt können wir auch hier eine 0 erzielen. Das können wir entweder mit der zweiten oder mit der ersten Zeile machen. Ich glaube, es ist gut erkennbar, dass in diesem Fall die erste Zeile günstiger ist. Weil wir unten eine minus 3 haben, nehmen wir die erste Zeile einfach mal 3. Und dann werden sie addiert. Also, 3 minus 3 ergibt 0. Dann habe ich oben 3, unten 4, das sind dann 7x2. Dann oben 12 minus 5 sind ebenfalls 7x3. Und zuletzt 0 minus 7 sind natürlich minus 7. Zur Orientierung, das ist unsere Hauptdiagonale und wir könnten natürlich an der Stelle die Zahlen so anpassen, dass wir hier eine 0 kriegen. Vielleicht ein gut gemeinter Hinweis, sobald hier an dieser Stelle sich zwei Nuller befinden, darf die erste Zeile nicht mehr benutzt werden. Also, erste Zeile nicht mehr benutzen und zwar aus sehr gutem Grund. Wenn wir die erste Zeile wieder benutzen, dann kriegen wir wieder ein x hier an der Stelle rein. Das bedeutet, die ganze Arbeit vorher war umsonst.
Deshalb stehen uns nur noch die zweite und die dritte Zeile zur Verfügung. Wir merken auch Anhieb, hier ist es ein bisschen schwer, das Ganze anzupassen, obwohl es geht. Dann müsste man die zweite mal 7 nehmen und die dritte mal 3 und dann würde es passen. Allerdings, und meistens ist es möglich, wir können die Zeilen auch vereinfachen. Wenn wir uns die Koeffizienten genauer anschauen, dann können wir die ganze zweite Zeile durch 3 teilen und die ganze dritte Zeile durch 7. Das machen wir jetzt auch, dadurch kriegen wir einen leichteren linearen Gleichsystem. Also, die erste wird unverändert abgeschrieben. Dann, wenn wir alles bei der zweiten durch 3 teilen, haben wir dann entsprechend minus x2 minus 3x3 ist gleich 1. Und bei der dritten steht dann x2 plus x3 ist gleich minus 1. So, entsprechend können wir das hier alles zusammenzählen. Also, wir sehen schon hier minus x2 plus x2. Das ist dann sehr einfach. Also, die ersten zwei Zeilen werden jetzt unverändert abgeschrieben. Das ist die erste und die zweite lautet dann minus x2 minus 3x3 ist gleich 1. Und wir zählen an dieser Stelle die zweite und die dritte zusammen. Also 0, 0, minus 3 plus 1 sind dann entsprechend minus 2x3 und 1 minus 1 ist 0. Somit kriegen wir schon eine Lösung für x3 raus. Also wenn man sich jetzt die letzte Zeile schnappt, das Gauss-Verfahren ist an der Stelle durch diese Stufenform, die erreicht wurde, beendet, kann man gleich die Lösung für x3 bestimmen. Das bedeutet geteilt durch minus 2 an dieser Stelle, somit ist x3 gleich 0. Und um die weiteren Lösungen zu bestimmen, müssen wir rückwärts in diese zweite und dann in die erste Zeile einsetzen. Das bedeutet minus x2 minus 3 mal 0 ist gleich 1. Somit ist minus x2 gleich 1, das Ganze mal minus 1. Entsprechend x2 ist minus 1. Das wären dann schon unsere ersten zwei Lösungen. Und wenn wir in die erste Zeile einsetzen, dann haben wir x1 minus 1 plus 4 mal 0 ist gleich 0. Dann bringen wir die minus 1 mit plus 1 rüber und somit ist x1 gleich 1. Damit wäre praktisch auch die dritte Lösung da. Das bedeutet, das LGS ist eindeutig lösbar und die Lösungen lauten 1, minus 1 und 0. Zum Schluss, wie gewohnt, ein paar gut gemeinte Hinweise. Und zwar, wie bereits in dem Beispiel erwähnt, die Reihenfolge, in der man die Stufen formatiert bzw. diese Nuller unter der Hauptdiagonale, spielt eine wichtige Rolle. Wenn man sich an diese Reihenfolge hält, dann wird das LGS kurz und einfach. Ein zweiter Hinweis ist, addieren ist fürs Gehirn einfacher als subtrahieren. Das bedeutet, statt die Zeilen voneinander abzuziehen mit dem Subtraktionsverfahren, ist es viel einfacher für uns, Additionsverfahren anzuwenden. Dadurch vermeidet man meistens eine Menge Rechenfehler. Und genauso gilt es auch für Multiplizieren statt Dividieren. Also, Zeilen zu multiplizieren ist einfacher als sie durch irgendeine Zahl zu dividieren. Dadurch kriegt man im schlimmsten Fall noch Brüche raus. Das ist auch nicht wünschenswert. Deshalb eher multiplizieren in Verbindung mit Additionsverfahren. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt was vermisst in dieser Beschreibung oder in diesem Tutorial, dann gebe ich euch den Hinweis, die Lösbarkeit von linearen Gleichsystemen werde ich in einem getrennten Tutorial behandeln. Da geht es darum, ob ein lineares Gleichsystem eindeutige Lösungen hat, unendlich viele Lösungen oder gar keine Lösung. Also schaut euch auch das andere Tutorial an, dann habt ihr das Thema komplett geschafft.